Der Bücherwurm, halb Kartoffel, halb Wüstensturm. Der Typ da vorn, der seine Texte wütend formt. Der Magic-Zocker, der ständig Bock hat auf Amy Rock. Ach, der schämt dich doch mal. Der Fernsehklotzer, doch dann sich Ärgerer über vertane Zeit. Wo doch die Tage immer spärlicher sind vor der 0-3. Der darum Aktionplaner, um sich Fraktionsscharer. Den Arschpersonenklager, doch an der Macht Betrogenhaber. Dann öffentlich geächtete, Entrechtete. Dank der Schmutzkampagne unter Leitung unserer Mächtigen. Der Dorn im Auge, der Worteklauber. Der Hort ist Aufstand, doch eigentlich nach vorne Schauer. Der Aufgeber, der morgens nicht mehr aufstehe, auf die faule Hautleger, Infos nicht mehr aufnehmer. Der Aufreger über Bertelsmannsche Themen wie Raufreger gegen unsaubere Saufpflege. Mein Blick schweift von oben herab über das Land. Von Lügen übermannt nimmt das Übel überhand. Jeder meint, er brenne, wenn dem ehrlich so ist, ist bei der Masse dieser Menschen die Atmosphäre voll Gift. Die Luft zum Schneiden dick, alles Qualm, alles Rauch. Erkenne kein Gesicht, nur noch Schatten und verbrauchte Riten und Floskeln von miesen Mimen und Fotzen, die meinen Regeln zu folgen, während das Leben auskosten. Lass das Leben auskotzen. Ein greller Schwall in allen Farben, es heilt an allen Tagen, Schall in allen Lagen. Aus Raller schnallen Wagen, wenn sie durch die Hallen traben. Selbst ihre Kinder müssen heute schon Markennamen tragen. Der Nachwuchs kann es sagen, ich dagegen schon. Es befeuert meine Zunge, Ascheteiche schweben hoch. Ich bin eben so, dass ich Leidenschaft fühle, wenn um mich alles seelenlos ist, voll eisiger Kühle. Darum Feuer in der Lunge, Feuer in den Wangen. Das Lohner meines Geistes, das häufige Verlangen, niederzubrennen, zu Schutt und Asche zu reißen. Denn ich hasse die Scheiße, die diese Flaschen verbreiten. Nur aus glimmenden Ruinen lässt sich Neues erschaffen. Also zündel wie Banditen an den Häusern der Affen. Lass es rechtens, wir sind mit Lohn und Segen versehen. Aus der Asche dieser Welt soll neues Leben entstehen. Ich informiere mich, versuche hinter die Kulissen zu blicken. Diese Pisser zu ficken, sie reagieren nicht. Denn es stört sie nicht, ob wir wissen, wie beschissen sie ticken. Es werden immer mehr, die das Spiel hinter verschlossenen Türen zu ergründen versuchen. Und damit meine ich nicht, mit scheiß Verschwörungstheorien nach Gründen zu suchen. Die eigene erbärmliche Existenz ein wenig aufzupeppen. Sondern die Birnen auszuwechseln und mit diesem neuen Licht die anderen aufzuwecken. Pläne auszuhacken, die ganzen aufgesetzten Traumafetzen auszuwechseln. Mit den Problemen, die in Wirklichkeit der Dinge Lauf verletzen. Haut in Fetzen ist natürlich immer schlimm, aber dass wir immer mehr Ausgesetzte haben, die auf den letzten Plätzen ihr Dasein frisst wie Hausbesetzer. Ist doch der Kern des Übels. Ich rück gerne rüber, doch das alleine reicht nicht. Wenn ich alle zusammenhalten, bin ich halt auch nur ein kleines Licht. Doch kann ich einige andere wecken. Die können andere wecken. Die können andere wecken, bis wir an der Wand eines Schrecken anhand seines Schattens endlich ausfindig machen. Und dann aus diesem Schatten hervortreten und uns befreien. Dann können wir auch endlich atmen. Wenn ich alle zusammenhalten, bin ich halt auch nur ein kleines Licht. Wenn ich alle zusammenhalten, bin ich dann auch nur ein kleines Licht. Darum zuhören, weitersagen, dann können Träume niemals sterben. Weiter sagen, dann können Träume niemals sterben.